Und diesmal nicht wieder alle Pullen da unten, sondern nach und nach platt machen. Hau drauf! Aufs Maul! Muss ich erst mal gucken, wer hier überhaupt angegriffen wird von den Viechern. Einfach F2T. Genau. F2 zoomst du auf Patrick als Ziel und durch T zielst du auf das Ziel von Patrick. F2T. Steck mich hinter Patrick. Hauptsache du machst das nicht während des, während eines Bossfights. Nee, ach ja, genau, wo wir nochmal gerade bei Bossfight nicht hinter dem Tank stehen reden. Bei WoW gab es zum Beispiel einen Boss, wer kein WoW kennt, da mussten alle in der Reichweite des Bosses stehen, weil der einen AOE gemacht hat, der sich auf alle Gruppenmitglieder verteilt hat. Heißt, ja. wenn da einer drin stand, hat der sich hat, war der One-Hit. Wenn da alle drin standen, waren die, haben die alle ein bisschen Schaden gekriegt, okay. Ach komm schon. Bitte alle DDs mal F2T. Du bist ja, kein DD. Also, es klappt schon, aber ich sollte es nicht drücken. Ja. Obwohl, ich könnte F2TT drücken, das klappt dann. Ja, Target auf Target. Das Hyrule Warriors, kann man das eigentlich auch zu mehreren spielen? Ja. Also online, meine ich? Online weiß ich jetzt nicht, auf derselben Konsole weiß ich ja. Leider habe ich das nicht als Disc-Version, sonst könnte ich es dir mal ausleihen. Ey, ich weiß zwar nicht, wie viele zugucken, aber wenn wir gerade kein aktives Thema haben, könnten wir uns auch nochmal über die Trailer unterhalten oder über eventuelle große Projekte, die ihr so geplant habt. Mhm. So nebenbei, genau, damit hier nicht so still ist. Mein großes Projekt, wer kennen wir ja mittlerweile schon. Das, ja, wir hatten ja mal Projekte geplant, ne? Sowas wie 7 Days to Die. Das ja, ist auch irgendwie. Was da, genau. Also ich hab das noch, ich warte eigentlich nur, dass wir zusammen irgendwann mal ein Go haben. Mhm. Oder, Reign of Kings. Nee, nicht wirklich. Auch noch nichts wirklich getan, ne? Also, woran ich jetzt wirklich Interesse hätte, was ich vielleicht sogar aufnehmen würde, wäre auf jeden Fall auch ein Herr der Ringe. Ein Herr der Ringe? Ja, ich bin ja gerade, also was heißt gerade, immer mal wieder so spontan streaming technisch Herr der Ringe online. Ja, also da darfst du dich gerne mal anschließen, wenn du Lust hast. Ach so, okay. Ja, anschließen müsste ich ja nachleveln irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich hab's in letzter Zeit auch wieder mal ein bisschen schleifen lassen. Ist halt spontan, ist und da, wenn ich halt Bock drauf habe, ja. Also was weiß ich, das kann einmal die Woche sein, das kann fünfmal die Woche sein. Wobei fünfmal die Woche schon unwahrscheinlich wird. Terra, Leute, Terra. Nö. Terra, Nee. Ach. Terra sagt mir gerade gar nichts. Dachte ich nicht letztens irgendwas von wegen, dass ich eine Grafikhure wäre? Mag mich gerade im Spiel irren, aber ich meine jetzt also ich muss sagen, da wo ich es das erste Mal gespielt habe, da war es noch relativ frisch. Da sah das bombastisch aus. Aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Muss ich mir auch mal angucken. Da war wahrscheinlich noch heutiges Augenkrebs, High Graphics. Also trist, ne? Also selbstständig was? Du haust aber nicht raus, oder? Selbstständig, nee. Selbstständig so Sleeps Carsten. Aber das könnte ein ja, da schon, aber hier nicht.
Ja, ja, aber desto früher wir das üben, das in die Standard, sag ich mal, Rota mit reinnehmen, desto besser. Genau, wie zum Beispiel, dass ich auch hier so Sachen übe, wie das Unterbrechen von so AOEs von den Dienern. Genau. Das ist ja auch ziemlich wichtig. Ja, daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen mit meinem Paladin damals bei WoW. Ganz plötzlich im Nahkampf bei dem Boss die ganze Zeit und also im richtigen Augenblick den ganz speziellen Zauber unterbrechen. Ja, da bin ich voll wahnsinnig geworden. Ja, 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 ja. Besonders dafür sind ja auch diese, ist diese eine Solo-Init ja auch. Weiß ich noch, wie die rumgeraged haben damals. Ja, weißt du, jede Indie total easy, musste ich eigentlich nur Damage machen, einfach nur draufhauen. Und auf einmal ist da so eine Indie, bei der du jeden Unterbrecher brauchst, weil du sonst auf jeden Fall wipest. Es war so gemein. Ich stehe da natürlich am Gegner dran, die anderen denken, ich kann die Indie schon, ich war das erste Mal da drin und die sind voll im Rumflamen. Ey, warum machst du das nicht? Das war doch offensichtlich. Ach, super. Kannst den Namen des Spells nicht mal zuordnen und dann musst du das wissen, weißt du? Vor allem ein richtig guter Tank oder der, sag ich mal, der Gruppe, der gibt's ja immer so Anführer, auch einfach so random Suche machst, ist immer einer der Anführer. Dann kann der doch, ist doch zumindest die Pflicht, einfach zu meinen Fragen, ja, wer kennt die Indie alles und wer nicht. Weißt du? Vom Vorteil. Ja. Oh, wer spielt denn das Final Fantasy 3 aus meiner Liste? Aber meistens muss man einfach hingehen und sagen, ihr Leute, ich kenne diese Indie nicht, sagt mir, wie es geht. Muss ich irgendwas beachten? Breaken. Gebrannt? Ja, sonst kann ich nicht weiter angreifen. Ach. Und trotzdem kann man das nicht. Ja, klar. Er tut, was er kann, ne? Wenn das ein Aggro-Clown ist, dann kann ich das halt. Oh, nochmal schnell Prototyp castet und so. Alter, der Unterschied vom Super zum Giga-Aether ist echt enorm, ey. Giga-Aether bis zu 420 MP, was ich bei mir übelst lohnt. Und Super-Aether nur 120 MP. Ja, aber ich sehe gerade, der Giga-Aether lohnt sich gerade auch bei mir gar nicht mehr. 20% von 1133, kannst du mit etwas knapp über 200 rechnen. Wenn überhaupt. Ja. Deshalb wird der wahrscheinlich dir auch noch nicht so oft angeboten, oder? Man sollte vielleicht weniger die Tränke, die Texte lesen und mal ein bisschen mehr Heals Spells casten. Ich habe gerade deine HP gesehen gehabt, ups. Ich sehe meine HP schon gar nicht mehr, einfach aus dem schönen guten Grund. Ich habe mir die Gegnerliste extra so hingelegt, dass die genau auf meinem Char ist, damit ich dann halt sehe, wenn irgendwie die Aggro weggeht oder so. Ja, aber rein theoretisch wäre es praktisch, auch wenn du deine sehen wirst, damit du selber weißt, wann du deine Dings da zünden musst, deine Death Spells. Das ist ja eigentlich nicht Job des Healers, dir zu sagen, jetzt mach dein Dings da. Doch, das ist Job des Healers. Nee, es ist nicht. Einfach aus dem vielen guten Grund, der Healer muss entweder healen oder sagen, ich kann gerade nicht. Nee. Der Tank muss einfach sehen, wenn das braucht, dann braucht er's. Das ist meine Ansicht. Oh, Geschick, nicht. Schnelligkeit, Gier. Hey, hab ich. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten hier eigentlich bei allem Gier drücken, oder? Ne, vorhin die Ohrringe konnte ich zum Beispiel gebrauchen. Ohrringe hatte ich aber sogar schon. Ich kann sie gebrauchen wegen den Werten, die da drauf waren halt. Weil okay. Das waren für meine Klasse gute Werte. Mal sehen, kann ich umgehen in so einem billigen Kampf, wenn ich die ganze Zeit einfach nur spamme das Vita? Oh, ich habe auf jeden Fall Angst. Jetzt nicht mehr. Ah ja, sieh, ich glaube, du solltest dir da ein Makro beschreiben, F2T. Ich glaube auch. Warte, bis der Kampf vorbei ist. Ich höre gerade überhaupt nichts. Level up. Okay, das ist schlecht. Ich glaube, du sollst dann in den Soundeinstellungen dann mal was umstellen, wenn du gerade gar nichts hörst. So, jetzt was?
Erstens, du solltest wahrscheinlich deine Sound-Einstellung mal ändern, dass du es im Kampf immer noch verstehst. Genau. Und zweitens wollte der Patrick noch was sagen, genau. Genau, und zweitens solltest du dir vielleicht für F2T vor jedem Angriff sozusagen ein Makro schreiben. Dass da halt, Ich kann sowas doch gar nicht. So einfach. Aha, das sagst du. Das schlägt das Spiel sogar meistens vor. Brauchst du halt online kurz zu gucken, wie du die Tastenkombination F2 und T hinkriegst, aber sonst. Weil bei WoW zum Beispiel ist das so, da musst du dann einfach gucken, was es für F2, was es für T. Ja, wir sind hier nicht bei WoW, sondern bei Final Fantasy 14, ne? Und trotzdem ist es ja dasselbe Prinzip. Was steht nicht irgendwo in den Nutzungsbedingungen, dass Automatisierung verboten ist? Natürlich ist es eine Makro, ist immer eine Automatisierung. Ja, aber. Ich glaube, das ist eine der zugelassenen Automatisierungen. Wenn Automatisierungen verboten sind, gibt es keine zugelassene Automatisierung. Ja, wer weiß. Ja, doch, ich kann mir gut vorstellen, dass es verboten ist, vor allem wenn du sowas im PvP benutzen würdest, weißt du? Ich glaube, PvE nicht, dass sie kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann einen Unterschied machen. Auch wieder recht. Sondern das ist eine Automatisierung, die jeder nutzen kann. Eben, da brauchst du Verstand für den, hat Verstand nicht jeder. Den hauen wir zuerst um. Ach ja. Den hauen wir zuerst um. So wie es aussieht, den Seneschall. Ich wollte sagen, schön, dass ich auch eine Antwort kriege auf meine Frage. Zweimal gestellt, keine Antwort. T. Wie war das? F2 und was? T wie tot. T wie Target. Oder Todd oder Todette, kannst du auch so. Oder wie Titten. Naja, ich mag Titten. Ich habe gerade einen versonnenen Blick drauf, nur so für die Zuschauer. Ich mag auch Titten. Da war ich zuletzt so ein Facebook-Vergleich. So ein Bild von einem Mädchen, ey, die sah eigentlich super gut aus, ne? Ihr normales Bild, nur 9 Likes. Das Bild, wo sie einfach dann ihr Jackett, sag ich mal, aufgeklopft hat, wo man dann ihre Titten so leicht sehen konnte, direkt irgendwie 150 Likes. Und da stand halt erstmal Gründe drunter, ja. Boobs. Macht Sinn irgendwie. Ja, ist doch so, oder? Ja, klar. Oder auch. So ein Bild. Eine Studie hat bewiesen, dass sobald schöne Frauen in der Nähe sind, beginnen Männer dumme Sachen oder machen dumme Sachen. Ja, aber das. Ja, ist das ja auch stimmt schon, so, aber das liegt halt auch einfach nur in den Genen. Da können wir gar nichts für. Und dann der. Nee, das ist tatsächlich genetisch veranlagt. Kriegen das ja direkt. Ja, man kriegt das aber auch direkt an. Ja, man kriegt das aber auch nicht anders vermittelt. Ja, naja, alte Schule ist es nicht gerade. Ja, und Chris, woher weißt du eigentlich, dass dass in den AGBs das so ziemlich in jedem MMOs oder in jedem Multiplayer-Spiel. Also WoW schlägt es auf jeden Fall vor. Also, okay. Da kannst du extra, gibt's extra Optionen Makros. Ja, genau so schaut's aus. Da kannst du direkt wirklich in-game dein Makro schreiben. Weiß nicht. Naja, kann ja sein, ich weiß nicht. Ah, gut, wenn du es in-game kannst, wenn das Spiel sowas anbietet. Dann kann es ja auch jeder nutzen. Aber wenn du wirklich ein bisschen Ahnung davon haben musst, dann ist das halt wieder was anderes, ja. Ja, bei Makros, da ist einfach, um die zu schreiben, ja, klar, zu können, musst du halt ein bisschen Ahnung haben. Was heißt ein bisschen Ahnung haben? Google, Forum, hey, kannst du mal das schreiben? Ja, aber okay, da kommt halt auch nicht jeder drauf. Ja. Und hier hast du auch die Makrofunktion. Ja. Du musst einfach unter System und dann Makros gehen. Das fand ich da immer kannst so. Kannst du dir dann Makros herstellen? Ach, Tatsache. Das fand ich immer so lustig, wo wir bei MPZaki immer waren. Auf dem TS. Ja, das meine ich ja. Ja, ja. Wo wir bei MPZaki immer auf dem TS waren von ein paar Kollegen. Und sobald jemand was gefragt hat, haben die einfach nur gesagt: Ja, warte, ich helfe dir. Und haben einfach nur den Google-Link gepostet. Ja, gut, aber die Makros hier, die sind für Emotes. Weiß nicht, ob man da auch Befehle eingeben kann. Da kannst du aber auch andere. Du kannst da auch Befehle schreiben, garantiert. Das ist bei WoW genauso. Du kannst da wahrscheinlich dann, wenn du weißt, was du da eingeben musst. Oje. Drehen sich doch noch gar nicht da. Ich weiß. Sowas aber auch. Genau. Haben uns ein bisschen verratscht.
Oh, was? Ist noch nichts passiert. Ist ja nur eine Übung, ist ja nicht so, als würde es um irgendwas gehen. Ja. Es geht um Leben und Tod. Nee, du brauchst dir einfach nur im Internet kurz eine Seite rauszusuchen, wo dann steht, was du für was eingeben musst. Zum Beispiel, bei WoW gibt's dann so Sachen wie zum Beispiel, dass du dir ein Makro schreiben kannst, dass deine Zauber nacheinander eingesetzt werden, alle deine Zauber. Da musst du einfach nur das Richtige dann eintippen, wie zum Beispiel irgendein Befehl / erster Angriff / zweiter Angriff / dritter Angriff und dadurch kannst du dann das Makro schreiben. Wenn du dann auf das Makro tippst, wird automatisch diese Reihenfolge abgearbeitet und was dann natürlich bei WoW auch noch mit eingebaut ist, ist, dass so Zauber mit globaler Abklingzeit dann halt nicht hintereinander Nur gerade so eine Feststellung, wenn wir das Vieh eigentlich endgültig getötet hätten, bevor es da reingeflogen wäre, hätten wir sie im Schlaf überrascht. Schön wär's gewesen, aber das Vieh ist unverwundbar geworden. Ey, ich dachte, wir wollen hier oben noch clearen, oder? Ja, können wir machen. Schade. Genau, das Vieh ist befreundet und unverwundbar geworden, als es grün wurde. Oh. Ich hätte sie gerne im Schlaf überrascht. Da hätte sie sich bestimmt auch ganz dolle gefreut. Hust, wer weiß. Er hätte sie bestimmt geschrien, ich komme, ich komme. Der war unpassend. Ja, genau, das den haben wir einfach nicht gehört. Ja. Ey, was will diese verdammte Diener-Laterne? Wieso will die mir ihre Akku nicht geben jetzt trotzdem? Wenn der hier will, kann er auch mit angreifen. Nee. Das mache ich schon mit PvE nicht, wenn wir Quests machen. Da bin ich mir zu faul für. Ja, faule Rate. Deshalb kriegst du auch während allem möglichen weniger EP als wir. Ja, vor allem nicht zumindest in den Fates auf jeden Fall. Ja. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen gut, weil wenn sich dann 20 Healer und ein Tank da hinstellen würden, die 20 Healer healen den Tank und der Tank greift an und die Healer machen nichts anderes als healen, da würde ich mich als Tank auch verarscht fühlen. Ich finde das auf jeden Fall nicht gut, dass der Healer bei einem Fade weniger EP bekommt, das finde ich voll asozial. Vor allem bei dem einen Fade, wo das so richtig hart war, wo richtig viele Leute die ganze Zeit immer gestorben sind. Ey, ich habe da so viele am Leben gehalten, damit wir das Vieh überhaupt platt bekommen haben. Und dann kriege ich echt fast, was war das, fast 4000 bis 5000 weniger EP wie du. Das fand ich voll asozial. Leute, ja, das ist, wenn du in der Anfangsphase von einem, wenn du in der Anfangsphase von einem Kampf tausendmal die Gegner hin und her wechselst, damit du die Aggro von einem bekommst, dann ist es ein bisschen schwierig, da den richtigen Gegner rauszusuchen. Dann. Ja, habe ich ja. Und dann hat er wieder gewechselt. Bis der Tank die Aggro. Ich hab Agro. Ja, Armbänder, ja. Mhm. Hey, wieder meiner. Die kann halt hier keiner gebrauchen, weil keiner. Ja, im Zweitjob kann ich vielleicht irgendwann mal brauchen. Nicht im Zweitjob, im Zweitjob. Ja. Mhm. Im Zweitjob können wir es alle machen. Aber ich glaube, ich verkaufe es. So, und wie haben wir das Vieh das letzte Mal. Wie haben wir das Vieh mit Glück. Keine Hektik. Ja. Okay, wieder wie gehabt. Jeder eine Laterne. Rotes recasten. Nee, der Tank nimmt sich auch eine Laterne, aber der Nein, der Tank kann sich keine Laterne nehmen, wenn der Tank angegriffen wird, wird das unterbrochen und dann wird die Laterne einfach. Ist ein Deal, aber du ziehst sie trotzdem mal in eine Ecke. Ja. Weil dann hat er die Idee, ist nicht so weit bis zur ersten Laterne.
Und go. Puh. Aber du musst die auf jeden Fall zu einer Laterne ziehen, wo ich dann halt an der nächsten Laterne stehe, damit du nicht aus meiner Range halt bist, ne? Wenn ich jetzt quer diagonal am anderen Ende stehen würde, wäre das für mich echt Abfuck. Laternen. So, eine aus. Zweite auch aus. Die vom... Ja, sind alle aus. Laternen. Achtung, ich glaube, random Angriff. Oder nicht? Laternen. Und Kerzenträger auch noch. Ah. Hallo? Und. So. Muss dem Patrick gerade mal zwei Heals reinballern. Kerzenträger. Vorsicht. So. Mann, das scheint doch irgendwie viel besser zu sein. Ja, gut, unser Equip ist wesentlich besser. Deutlich. Echt? Das wird aber auch untergesetzt. Aber die Attribute davon. Ja, ja, schon klar, aber. Also die. Doch, 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 die Attribute werden runtergesetzt. Kannst du gleich, wenn du mal... Dafür habe ich gerade keine Zeit. Konstitution, Entschlossenheit und so stehen immer noch auf 6. Ich habe gerade reingeguckt, die Konstitutionswerte waren immer noch alle erhöht. Also bei mir Nein. ist die erste Konstitution, was war das denn? Runtergesetzt. Also bei mir steht alles auf 6 von 8, die insgesamt, oder was? Ja, aber ich meine, der Boost von den Items an sich, der ist nicht heruntergesetzt. Also bei mir ist das alles gelb unterlegt und dadurch runtergesetzt. Aber selber die Zahl ist ja nicht gesunken. Also das läuft ja deutlich, ja, deutlich besser. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch viel besser gewesen. Wir haben jetzt hier gar keine Hektik bekommen bei den ganzen Nets. Beim letzten Mal weiß ich noch genau, wie ich da jetzt... Ja, das letzte Mal war es echt chaotisch. Jo. Ich benutze Limit Rausch. Ach, oder die ist eh schon so gut wie hinüber, denke ich. Die ist dann, denke ich mal, tot, wenn du Limit Rausch benutzt hast. Leute. Übel, Alter. Übel. Ja, die letzten 10% war knallhart One-Hit. Ja. Geil. So muss. Also die 5 Millionen Hits vorher mal nicht mitgezählt. Echt mal, ein Anlauf für die Flamme. Jo, warum konnte das beim ersten Mal nicht so laufen? Ja. Ja. Und was hat sie gelockt? Ein Bogen. Ein Bogen. Was? Regelstandard? Ich besitze diesen Gegenstand bereits. So, nee, und ja, ihn. Seltene Gegenstände kann man einmal im Inventar haben. Das beim ersten Anlauf. Kein einzigen Tod. Nee, ich hab ihn ja schon. Du den Bogen haben? Passt schon. Also ich hab ihn halt einmal für meinen... Seltene Gegenstände kann man nur einmal haben. Nee, ich hab ihn halt einmal für meinen Bogenschützen. Aber... Ja, wie gesagt, ich brauche nicht. Ich habe ein paar lila Ringe bekommen. Die kann ich verdecken. Das ist absolut. Oh, vielleicht kann ich sie auch tragen. Kann man eigentlich mal gucken. Ne? Also ich habe den einen Ring, das eine Armband oder was das war, schon. Guck mal, ja, ich habe auch noch ein Armband. Okay, aber das ist Geschick. Nee, Ring war das. Genau, Ring war das. Weil Konstitution Parade, das ist eigentlich ideal für einen Tank. Konstitution beeinflusst die Höhe der LP und Parade erhöht die Wahrscheinlichkeit. Okay, ich habe einen Ring und einen Armreif bekommen, beides Geschick. Geschick, Präzision, kritische Treffer. Ja, ja. Geschick kann keiner von uns gebrauchen, weil wir keinen Schuss. Ja, wie ist das mit Jazzy? Als Pick in hier? Was ist mit Achso. mir? Okay. Er braucht Stärke. Ja. Nur Schurken und okay. Fernkampf-DDs. Also. Ich pump seit dem Anfang okay. alles wegen Stärke rein. Jo.
Ist auch richtig so.